Eine spezifische Übung für die Hüftbeugung ist, wenn wir den Iliopsoas und die kurzen Hüftbeuger hier aktivieren. Ihr legt euch gerne auf den Rücken, das andere Bein ist angestellt und habt so einen Druck in den Boden, damit ihr stabil seid. Dann zieht ihr das Knie so bis etwa 90 Grad Hüftbeugung ran und wieder langsam locker lassen. Wieder maximal anziehen, komm hoch, 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 hoch und locker lassen. Das Gute dabei ist, so können wir, wenn wir ein Problem in der Beugung haben, die Zentralisation des Hüftkopfs trainieren. Der Iliopsoas ist ein Muskel davon, der den Hüftkopf schön in die Pfanne reindrückt und wir haben darüber ein besseres Bewegungsablaufgefühl und eine bessere Kontrolle.